Sieht das nicht einfach genial aus? Das ist eine Burg. Ja, das ist wegen den Grafikeinstellungen so, dass das alles so ein bisschen... Oh mein Gott, wer ist da? Schnell die andere Rüstung wieder an. Ja, wir sind von der dunklen Bruderschaft. Oh mein Gott. Was bist du denn für ein Amboss? Speichern. Also, nee, da nehmen wir... Da haben wir schön viel Reichweite mit. Du bist ja gar nichts. Du bist ja... Du siehst so aus wie so ein... Nee. Oh. Hat das gesehen? 1500 kriegt man dafür. Dann nehmen wir den doch mit. Oder sind wir gleich langsamer mit? Nehmen wir wieder die. Die ist viel besser. Oh, das sieht aus wie ein verzauberter... Nee. Sieht ganz normal aus. Dietrich... Elfenstreit. Nee, das ist nichts Besonderes. Vielleicht ist da hinten noch so ein Mann, der immer Wache steht und Zoll haben will. Gold. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergabepunkt unter der alten Brücke abgeholt. Ich wurde beordert, eine argonische Jägerin namens Shali zu töten, die sich in der gefluteten Mine verschanzt hat. Sie ist eine gesuchte Psychopathin. Ich sollte also Vorsicht walten lassen. Ah, ein Nierwurz, das hatte ich irgendwie schon gedacht. So an der Brücke. Brücken sind gerne mal Nierwurze. So. Okay, gut. Ach, wir wollten den Zettel nochmal eben durchlesen. Das wollten wir. Jagasta ist tot. Gute Arbeit. Ich habe mich nicht in euch getäuscht. Ruhestelle. Ihr seid in der Tat ein nützliches Werkzeug. Wir werden sehen, ob ihr mich weiterhin beeindrucken könnt. Ihr müsst jetzt zur gefluteten Mine reisen. Dort findet ihr Charlotte, eine argonische Jägerin, die wegen des brutalen Mordes an einer Familie von Dunkelelfen aus ihrem Heimatdorf in der Nähe der Grenze zwischen Schwarzmarsch und Morrowind verbannt wurde. Verwandte der ermordeten Familienmitglieder haben Charlotte aufgespürt und verlangen nach Vergeltung. Und da der Auftrag zu weit entfernt ist, als das Morrowinds Morag Tong die übernehmen könnten, hat die dunkle Bruderschaft den Auftrag erhalten, die Eliminierung vorzunehmen. Seid gewarnt, Ruhesteller. Charlos ist eine geschickte und tödliche Jägerin und wird kämpfen wie der verzweifelte Flüchtling, der sie ist. Wenn Charlotte eliminiert ist, wartet euer Lohn und ein neuer Auftrag an dem Übergabepunkt, der sich in einem Sarg unmittelbar außerhalb der Ruinen von Festung Redmann befindet. Wo wäre das denn? Das wäre geplünderte Mine. Da gehen wir nochmal eben hin, das ist kein weiter Weg. Ich hoffe auch nicht schwer. Oh ja, angsteinflößend. So tiefe rote Augen. Das müsste hier gleich um die Ecke sein. Irgendwo hier oder da. Ich will dahinter. Nein, hier auch nicht, aber... Da müsste das sein. Da ist auch, brennt auch was. Da brennt ein Feuer. Da schläft jemand. Zahn im Meer. Ja. Gerüchte. Hohe Berge erheben sich an der Grenze im Norden und Osten. Und Sümpfe und Regenwald erstrecken sich bis zur südöstlichen Grenze. Du bist ja so ein schlauer Fuchs hier. Lebt wohl. Wir wollten auch gerne wohl leben. Achso, irgendwie bin ich hier doch am falschen Ort, oder? Ach, auf der Seite ist das. Okay, speichern und...
rein da. Höhlen-Adventures sind das. Adventure, ein Höhlen-Adventure. Oh mein Gott, ich dachte schon, die Luft reicht nicht. Was hast du denn für eine Waffe? Rüstung auflösen? Als Flüchtling habe ich doch keine so gute Rüstung. Charlotte ist tot. Ich muss meine Belohnung und den nächsten Auftrag am Übergabepunkt abholen, der sich im Sack direkt vor den Ruinen von Festung Saremand. Natürlich, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, schnell hier wieder durch. Können wir unter Wasser? Ja, wir können unter. Ich glaube, ich bin zu weit gegangen. Oh mein Gott. Oh. Was für eine knappe Sache hier. Ich bin viel zu weit geschwommen. Speichern. Und wo wäre denn diese Festung? Sie wäre da, da waren wir noch nicht, aber da waren wir, in Stade waren wir schon. So. Ach, hier war ja unser trauriges Spiel. Hat er noch irgendwas zu sagen? Was kann ich für euch tun? Nö, Gerüchte? In Kolovia gibt es vereinzelte Farmen und Siedlungen, doch die meisten Bewohner leben im Küstenstreifen. Wiedersehen. Interessant. So, das müsste ja hier eigentlich schon gleich gegenüber sein. Da irgendwo. Und da glaube ich, watscheln wir gleich mit unseren hübschen Stiefeln rüber. Wir reiten bis hier. Dann gehen wir da eben drüber. Irgendwas habe ich gerade gehört. So ganz, ganz, ganz leise. Könnte irgendwo einer sein. Ich finde, das sieht immer toll so aus, wie er da so übers Wasser watschelt. Denn mit dem Vorgänger der Boxershorts, ne? Hier. Sand noch Oblivion Tor? Nee. Sah ihm so aus. Das wär's ja noch. Aber das wäre auch noch eine hübsche Quest, wenn eins stehen geblieben wäre und aus irgendeinem Grund noch zugemacht werden müssten würde. Wo wäre denn hier ein Sarg? Achso, direkt vorm Eingang, ne? Alvas Zeitplan. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ich habe meinen nächsten Auftrag am Übergabepunkt im Sarg außerhalb der Festung Redmann abgeholt. Man beorderte mich, Alval Unvani in seinem Haus in Leerwind zu töten. Unvani ist sehr versiert in der Zerstörungsschule der Magie. Ich sollte mich also entsprechend vorbereiten. Außerdem hat er spitz bekommen, dass jemand ihn nach dem Leben trachtet. Er wird also auf Ärger gefasst sein. Gut, erstmal packen wir mal diesen Sixpack wieder ein und gucken uns mal an, was da noch so Hübsches drin steht. Wenn ich dies lese, ist Chelis tot. Ihr habt der Welt einen großen Dienst erwiesen, ruhiggestellter. Nun ist es Zeit, die gute Arbeit fortzuführen. Euer nächstes Ziel ist ein Dunkelelf-Adliger namens Avil Uvani, den man in seiner Heimatstadt Leerwind finden kann. Uvani wurde vor kurzem in die Hand eines bedeutenden Adel, in einer bedeutenden Adelstochter Serodils angeboten, aber er lehnte das Angebot an. Ab als er von der nicht sehr üppigen Mitgift erfuhr, der Familie des Mädchen ist natürlich empört und hat die dunkle Bruderschaft angeheuert, um Alval Uvani für seine Anmaßung bezahlen zu lassen. Geht zu Alval Uvanis Haus in Leerwind und macht sein armseliges Leben ein Ende. Doch lasst euch warnen, Uvani ist reich und gelangweilt und verbringt einen großen Teil seiner Zeit damit, die Kunst der Zauberei zu
praktizieren. Er ist besonders geschickt in der Schule der Zerstörung und wird sich als gefährlicher Gegner erweisen, wenn Alvani der Verwesung preisgegeben ist. Reist zum Marktviertel der Kaiserstadt. Dort findet ihr einen Laden mit dem Namen Steinmauerschilde. Euer Übergabepunkt befindet sich hinter diesem Gebäude in einem ausgehöhlten Baumstumpf. Wie gewohnt findet ihr dort euren Lohn für den letzten Auftrag und Informationen zu eurem nächsten. Ach ja, ich muss noch eine letzte Kleinigkeit erwähnen. Anscheinend hat Alvaniovan davon erfahren, dass jemand ihn den Tod wünscht. Er wird mit Ärger rechnen, geht also dementsprechend vor. Ja, ihr habt's gehört. Das erwartet euch denn beim nächsten Mal. Und zwar habe ich mich gerade erschrocken. Möchtest du mein Pferd? Nö. Wer bist du? Eine Schlammkrabbe bist du nicht. Du bist ja ein Cat. Ach, du bist ein Bandit. Komm mal rein. Du bist ja so langweilig. Zwei Tränke, nochmal einen spannenden Kampf zum Schluss gehabt. So, hier werden wir uns denn dann das nächste Mal wiedersehen. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.